Oh, am Boden. Kanada mit dem letzten Turner, Karl-Heinz. Ja, Curtis Hibbert. Ich habe schon von ihm gesprochen. Er ist der letzte Turner seines Landes am Boden. Und seine Riege drückt ihm natürlich jetzt die Daumen. Doppelsalto, sauber, hoch, direkt auf den Punkt. Seine Mannschaft drückt ihm die Daumen, dass er eine gute Wertung bringt. Denn wenn er sein Soll erfüllt, dann kann sich Kanada vor der bundesdeutschen Mannschaft platzieren. Curtis Hibbert, 22 Jahre alt, Vize-Weltmeister am Reck. Hinter Peter Sertschew. Seine Mannschaftskameraden sagen Ben zu ihm. Sie wissen warum. Er kommt wie Ben Johnson aus Jamaika und sammelt jetzt sportliche Erfolge für Kanada. Jetzt geht die Post nochmal ab. Doppelsalto. Und da schaut er ein bisschen böse rein. Aber er ist zufrieden und seine Mannschaftskameraden ebenfalls. Curtis Hibbert, der mit 9 Jahren angefangen hat. Das ist die Vorbereitung zum gestreckten Doppelsalto. Gerade noch abgefangen, auch schon mit Routine. Der erste Kanadier, der überhaupt bei einer Weltmeisterschaft eine Medaille gewann. Und das wird der Doppelsalto gehockt. 9,85 Punkte für Curtis Hibbert, den 22-jährigen Kanadier.